Finally, nach über einer Stunde hier warten, endlich drei Restarts. Thanks for waiting the whole hour. Oh, so, endlich jetzt. Und Maus darf sogar CT starten. Thanks, Mousewords for waiting, guys. AF. Ja, gut, am Ende mussten natürlich auch alle danach warten. Bis endlich ein neuer Server gefunden wurde und dazu war es nötig, einen Admin zu finden. So, tatsächlich live jetzt auf Middleby 2, zweites Spiel mit Maus hier auf dieser Map. Und sie scheinen wieder die ähnliche Piste zu spielen wie gestern, wenn nicht sogar exakt dieselbe. Trouble zielt da oben Mitte für Kerrigan, der jetzt da rumzieht. Immerhin Schaden gemacht an NBK. Mitte kann viel angesagt werden. So, und auch B wird angelegt von Schnapper. Und da soll es jetzt auch hingehen. Sonix ist noch mit da. Sie kriegen gerade keinen Frag, aber... Oh, VG hat schon richtig viel Schaden bekommen. Das könnte doch noch was werden für Maus, auch jetzt in der Situation. Oh, da wird Nex aber leider überfahren. Und jetzt Sonix gegen vier Leute. Von denen sind aber drei low. Also zwei richtig. Oh, jetzt macht er sogar den, der relativ mehr hatte, aber... Ach, am Ende reicht's nicht. Aber schadenstechnisch, gute Runde von Maus. Schade, dass es dann nicht für Frags reicht, wenn NBK und Kenny da fallen. Sieht die Runde gut aus für Maus. Schade, Mann. Bitter auch, dass Kerrigan da unten direkt Headshot gefangen hat. Ich meine, klar, irgendwann muss er da weg wahrscheinlich. Und andererseits will er natürlich auch Infos holen. Die hat er bekommen. Und die Runde ging auch gar nicht mal auf seine Kappe, auch wenn er da First weg war. Immerhin hat er Schaden gemacht, von daher war das ganz okay. So, ui, lol, einen konnte er doch noch machen. Hox unten mit Deagle offensiv, Sonix schiebt deswegen auch. Nix, wie auch gestern, für die Katze zuständig. Trube lenkt schön ab und Headshot von Nix. 3 gegen 3 Situationen und Aprox von hinten. Nein, rennt er den VG-Spielern leider rein. Sehr geschickt gespielt, aber auch von ihnen. Smith gibt auch Headshot Mitte oben. Und Scream mit enormer Schräglage. Was sich jetzt mit dem Demo-Aufnehmen behoben hat. Also dieser Trick behebt irgendwie echt alle Bugs. So, trotzdem eine schöne Runde. Wenn Apox noch ein bisschen länger gewartet hätte. Boah, aber auch Nex schön. Zwei Frags bei ihm da in der Runde. Na. Also eine solide Eco. Jetzt leckt sie so. Ja, ich kann leider nichts für. Ich habe nichts gemacht, ich bin nicht offline gegangen oder so. Trotzdem war der Stream vorhin scheinbar kurz weg. Von daher keine Ahnung. Was wollte denn mit Pnützen? Ne, Pnützen. Was? Pnützen. Das kann man nicht sagen, das kann man nicht aussprechen. Okay, scheinbar leckt es doch nicht. Boah, schöne von Kerrigan. Also auch wieder eine vernünftige Eco. Existence auch low geschossen. Wäre fast sogar noch gefinisht worden von Aprox. Hat am Ende aber nicht gereicht. So, jetzt auf in die erste Equip. So, das letzte Spiel können wir uns übrigens dann wahrscheinlich abschminken. Aber lieber jetzt das Spiel zeigen, anstatt das andere natürlich. So, Maus sehr agil. Kelvin unten rein. Nix macht wieder die Katze. Trouble stand da auf Flash. Und Kerrigan unten durch. Den Move hat er gestern schon mal gespielt.
Kommt jetzt hier hinten am Abgang hoch. Aber es scheint eher Richtung A zu gehen. Ah, wobei. Jetzt schieben sie Mitte. Vielleicht schieben sie Connector. Es geht groß. Oh, Trubel gestorben. Mitte war er leider nicht gut gedeckt. Schnapper ist aber am A mit da. Es müsste den Hinweis geben, dass verstärkt A gedeckt wird. Nex muss Katze aufpassen. Da kommt leider keiner. Sonics legt an. Oh, Unterzahl und Kerrigan von hinten. Ach, Posi auch bekannt. Aber schon wieder. Guckt euch an. 17 HP, 15 HP. Ah, die Runden spiegeln leider gerade nicht ganz das Match wieder. Aber VG wieder mit einem schönen Move. Gut die Mitte. Gut Mitte auch die Lücke gefunden. Ach, bitter, dass sie da nicht mehr Flex ziehen konnten. Kevin kann zwar immer die Waffe safen. Aber Geld haben seine Teammates auch nicht. Aber vorhin liefen die Ekos mit Pistols ganz gut. Vielleicht reicht ja auch eine Waffe. VG aber direkt Richtung B unterwegs. Vielleicht ist gegen Aprox. Boah, aber auch VG ist blind. Boah, Schnapper ist so gold. Nice! Zwei First Tracks. Oder zwei erste. Schön von Schnapper. Und jetzt easy runterspielen, bitte. Kenny holt sich mit Aave. Trubel kommt von hinten. Ne, Kerrigan kommt da über B. Abox müsste jetzt einfach nur noch Zeit rausholen. Solange er dort abfuckt, kann Kerrigan den vielleicht machen. Oh, er hat gerade gesteppt. Er hat gerade gesteppt. Schau nach links! Oh Mann. Starke Runde von Kenny, aber... Aber was eine Situation schon wieder. Aprox Todesgold. Aber auch die T's entweder richtig blind oder sie hat es überhaupt nicht gejuckt, dass dort links noch einer stehen konnte. So, jetzt wird es Zeit, langsam mal eine Runde zu holen. Okay, wir gehen in Mitte abgeflecht. Hat keine Arbe. Hier mal ein Lobby. Kenny legt dort mit Aave an. Kontext ist auch allein hier. Also, wenn zum Beispiel Sonics hier offensiv gehen würde, würden sie Kenny relativ easy ausschalten können. Und er geht einfach nur auf First Wax. Sagt natürlich den Mates auch an. B ist defensiv gedeckt. Demzufolge müssen auch zwei dort stehen. Demzufolge auch der Argo wieder möglich. Und jetzt wieder Mitte. Jetzt vielleicht Flash von Trouble oder Nex. Sie sind schon weit oben. Gegen Flash kommt. Ah, sie sind durch. Oh, Banks von Kerrigan haben ganz gut gesessen. Schön. Trouble hinten noch ungesehen. Ah, doch nicht ungesehen. Und jetzt gibt's die Heads. Jetzt gibt's die Headshots von allen VG-Spielern. Und VG findet wieder die Lücke. Mitte einfach nicht gut gedeckt, muss man sagen. Da wurden jetzt auf jeden Fall zwei Runden schon mal verloren. Zwei Waffenrunden. Und Kerrigan jetzt auch das erste Mal mit Aave. Also das jetzt das Mittel. VG aber am Variieren. Keine Chance bei Kerrigan. Krass. So, er hatte noch einen gesehen. Nex sollte... Ah, schade, dass Nex keine Smoke hat. So, Sonics ist mit da. Aber wieder sind sie weit oben. Immerhin konnten Trubel mal den ersten machen. Schön, schöner Strahl, schöner Strahl. Sonics, Muchtorf bitte an der Smoke vorbei. Was bangt er denn da noch?
Er muss doch zum Mate hin. Hey, da darf er doch nicht so stehen bleiben. Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt, da rechts an der Smoke zu moven. Da Troubler halt einfach auch überlebt hat und auf Spot schieben konnte. Ach, Mann, ey. Oh, netter Headshot, aber das wird nicht reichen. Schade, aber perfekt gespielt von Scream. Glaube ich auch eine 4K-Runde. Ja, 4K von Scream. NP für ihn. Steht auch direkt im Scoreboard oben damit. Also macht genau seinen Job, den er machen soll. Headshots. Bei Scream macht die Aussage auf jeden Fall mehr Sinn. Ich bin für die Headshots zuständig. Kleinen Hit, glaube ich, an Aprox gegeben. Ach, aber wie der Kenny erst mit einem HP überlebt? Also wenn das nicht bezeichnend ist für das Match hier gerade, dass VG-Spieler so oft mit nur HP durchkommen. Gar nicht so schlechte Ausgangslage. Sonix kommt von hinten. Aprox noch Mitte. Und wie gesagt, Kenny mit einem HP. Sonix, Flash. Oh, wie gut sie spielen. Aprox kommt aufs Wort. Schöner Move. Schöner Move. Darf jetzt nicht. Oh, Ava hat er tot. Ava ist tot. Gegen Scream. Aprox gegen Scream. Neuzugang gegen alten Hasen. Wer macht's? 30 Sekunden noch. Scream hat die Bombe. Scream wartet. Als ob Aprox da vorgeht. Dort hätte er schon eher sein können. Oh, jetzt kommt es auf Timing an. Es kommt auf Timing an. Aber Aprox müsste wegbleiben. Macht doch gut. Macht er gut. Timing. Timing. Aber ohne Witz, warum lässt sich... Scream lässt sich aber auch unglaublich lange Zeit. Was der für eine Ruhe weg hat. Ah, vielleicht doch der Fehler bei Aprox. Ich meine, wenn er wartet, bis er die Bombe legt, dann weiß er hundertprozentig, wo er ist. So ist es einfach immer schwierig, das einzuschätzen. Klar kann man dort vor eben an der Kante. Ah, trotzdem, Scream einfach mal wieder Headshot. Das ist unmöglich. So, wieder der... Jetzt überhaupt mal wieder was Aggressives Mitte. Existence scheint über unten zu gehen. Ganz kurz gucken, ja. Frage, ob es Richtung A oder B geht, scheint Richtung B zu gehen. Aprox auch schon dort offensiv. Sonix bankt von oben ein bisschen rein. Und Kerrigan Mitte erfolgreich. Sehr schön. Support von Trouble Mitte oben. Gegenfläche kommt. Ab Kerrigan kommt weg. Schön gespielt. Trubel schiebt auf Spot. Schöner Laufweg gerade. Oh, Next richtig Gold. Macht Schaden. Gegenfläche von Trouble, die war gut, die war gut. Smoke liegt auch hervorragend. Oh, rechts in der Smoke. Rechts in der Smoke. Roter Scheit nochmal angesagt. Sehr schön. Und das muss jetzt die erste Runde sein. Oh, Smith. Kenny leben noch. Sie kommen nicht aufs Spot. Sie kommen nicht aufs Spot. Treffen natürlich die Mäuse oben drauf. Oh, verlieren hier für meinen Geschmack noch zu viele Leute. Wissen, dass Kenny noch lebt. Sie wissen auch, dass er eine Ava hat. So, macht Trubel gut. Moved gut. Moved richtig gut. Sonix muss vor. Muss vor. Gut. Hat er endlich mal auch relativ gut drauf reagiert. Bringt die Ava mit. Och, endlich ist der Knoten mal geplatzt. 8:1. Erste Equip für Maus. Und ich sag schon mal gar nichts dazu, dass es hier eine CT-Runde ist. Das ist mir einfach scheißegal. Jede Runde ist hier ein kleiner Erfolg auf jeden Fall. Boah, schöne Gegenfläche von Schnapper. So,
Und nichts hilft am Schlitz. Hittet aber nichts wirklich. Aber Kerrigan gut geschoben hinten. Oh, unten drunter. Apox weiß dann nicht genau, wo er hingucken soll. Oh, Sonix am B wieder gestorben, ohne einen zu machen. Oh, schade, dass die Hits nicht sitzen. Nex kommt von unten. Sehr schön. Nex hat eine wichtige Pose. Sie sollte eigentlich von hinten kommen. Finde ich schlecht, dass er jetzt damit kommt. Aber gut, mal sehen, was draus wird. Beide Spieler schon gut angehittet von VG. Wir wissen, dass einer CDBS ist. Wird von Nex geholt, sauber. Und wo ist Smith? Ist dort hinten in der Banane an der Schräge. Bombe wird, glaube ich, schon defused. Ja, das ist die nächste Runde. Auch mit drei Waffen überlebt. Geht doch, Mann. Sonix gefällt mir aber schon wieder mal nicht. Auch wenn ich ihn jetzt nicht zugeguckt habe. Muss auch mal eher der Headshot da kommen am Schlitz, wenn er so viel Zeit hat, da auf die Gegner zu schießen. Einfach ein bisschen mehr aimen und nicht direkt reinhalten vielleicht. Ach, keine Ahnung. Schwierig, schwierig. Aber auf jeden Fall muss da mal was umgeschossen werden am B. Wichtig war Aprox auf jeden Fall am Anfang der Runde mit der Gegenflash. Die fliegt immer ganz gut über Mande. So, wieder das Duell mit Don. Schön. Schön. Nex. OHP. Google mit Support. Nex weggesprengt. Jetzt muss die Mitte übernommen werden, eigentlich von Aprox. Oder man pusht gegen, auch eine Variante. Schön. Schöne Entscheidung. Schön durchgeführt von Aprox und Trouble. Die beiden alten einen Sechsler. Schöner Reflect. Gut nochmal abgesetzt von Aprox. Jetzt muss Sonix mithelfen. Flash nochmal für ihn. Gute Flash war das. Vor den Spot, vor die Neokisten. Und Sonix, wo ist der Refrag? Warum schiebst du den weg? Warum schiebt er da weg? Oh, die AE, super. Immerhin. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was die hier machen. Was die machen. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich sag dazu nichts zu dem One-on-One. Das hätte nicht mal ein One-on-One werden dürfen, wenn er da einfach mit anlegt. Einfach auf Reef geht. Man kann doch... Als ob er da so schnell Mitte unten kommt. Als ob... hat gekauft, was geht. Unten sogar einer. Kerrigan. Oder? Hä? Wie haben die sich denn ja... Ach, Kerrigan ist zum B gegangen. Okay. Oh, und jetzt einer am Loch. Aber ist bekannt. Oh, warum hat er nicht geschossen? Schöne Flash von hinten. Jetzt nochmal eine. Smoke. Das Gas Aprox hat das Loch gehalten. Nix im Eck. Ah, die haben scheinbar kein gutes Gefühl. Ah, Kerrigan! So, alle am A. Und VG geht B. Scream deckt nach Mitte ab. Er muss sterben. Er muss sterben. Was ist denn da zu viel verlangt? Aber Aprox kann es noch machen. Er ist schon da. Er ist schon da. Aber gut, Vorgame von Smith. Schöne Pose auch genommen da auf dieser Kiste. Einfach wieder super gespielt von VG, dort zu schieben. Aber auch wieder war die Kommunikation irgendwie nicht so gut. Kerrigan rennt da hinten wie ein Bekloppter los, obwohl noch nicht mal was auf Spot ist. Obwohl sie noch nicht mal wirklich durch sind. Und das hat einfach die Runde dann eröffnet, wenn er da einfach defensiver bleibt. Ach, Mann, ey. Es sind also Timing-Sachen, so Absprachensachen, die scheinbar immer noch nicht ganz sitzen. So, der Score oben ist verschwunden, kommt aber gleich wieder. Das wird das 10 zu 2.
mit Sonic Z gibt, muss ich ans blinde Huhn denken. Ja, es ist. Könnte durchaus zutreffen. Richtig defensiv. Boah. Mit Monster-Schräglage. Seht ihr, wie schräg das ist? Muss man ja mit Kopf ausgleichen. Aber auch schön für Hilfe angefordert. Tja, da fallen dann einfach die Anti-Eco-Headshots. 11 zu 2. Man könnte denken, VG ist jetzt CT. Zwei Runden will ich jetzt bitte sehen. So, jetzt auch mal eine andere Deckung, bitte. Also man hat mir auch viel zu wenig Cuts Druck gemacht. Also einfach mal da unten die Smoke halt hin, hier ans Eck und dann einfach mal, dass da einer decken kann und da... Weil mit Silent Flash ist immer okay, hat auch relativ gut funktioniert immer. Die Fracks sind aber meistens nie gefallen. Schnapper hat sich da auf jeden Fall auch schon mal so einen Move ausgedacht, wie er das dann handelt. Smoked sich dort, schiebt dann oben rein. Natürlich auch eine gefährliche Position, weil man als Terror da relativ gut voraimen kann. So, jetzt wieder. Oh, ja ey. So, Mitte, 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 Mitte. Kerrigan blind. Trouble hinten mit an der Katze. Schnapper am Loch, am Gitter. Schön. Endlich macht Trouble immer das, was ich wollte. Push da runter, sollte jetzt nicht zu viel Risiko eingehen. So, der Weg zum B ist offensichtlich jetzt. Oh, Kerrigan, wo ist Schnapper? Er ist auf B, Sonic's oben. Kerrigan Mitte noch das Duell. Boah, wie sie. Jetzt geht sie ernsthaft nochmal A. Und Trouble fällt. Kerrigan macht einen. Sie sind auf A. Und Mitte kommt noch einer. Zwei gegen zwei Situation. Bombe drauf. Smith am Schlitz, an der Schlitzkiste. Und einer Spot. Vielleicht noch bei Sonics. Kein Kit. Da vorne liegt aber eins. Hier. Sollte sich einer holen. Sollte sich einer holen. Die haben aber noch die Zeit. Wenn du immer so links, rechts, wie willst du denn da den Frack ziehen? Klar, er wartet natürlich immer auf, dass sich einer zeigt, aber über VG ist natürlich nicht so dumm. Sie spielen das einfach auch immer viel zu klug runter. Sie sind ja nicht umsonst das zweitbeste Team weltweit, zu Recht. Den Titel muss ihn erstmal einer streitig machen. Push. Blind. Kerrigan blind geschossen. Nex macht aber auch immer das gleiche. Nein, jetzt hat er auch noch Pech dort, dass da noch einer auftaucht. Boah, wenn Nex wüsste, wie er da drauf war. Boah, schöner Headshot. Aber wird direkt weggeflasht. Hätten sie sogar knifen können. Apox mit Famas über B. Schieben mit Gold für Kenny. 13-2 die Halbzeit. Was eine Zerstörung. Anstrengendes Spiel. Aus dem Aussicht. VG hat auf jeden Fall null Probleme. Ach, schade, ist jetzt schon resettet.
erstmal fertig werden. Scheinbar. Verständlich bei dem Spielstand. Scream hat irgendwas 30,5, keine Ahnung. Muss mal den Matchlink nachgucken. Oh, Scream ist auch gerade most deadly. Ja, er hat eine RWS von 30,88. 26 Frags, 1 Assist, 5 Deaths. Da ist aber schon die Pistol mit drin. Oh. Und bei Maus, die haben eine RWS alle unter 5. Das ist ja fast wie ich in dem Pack. Klar ist VG ein gutes Team. Trotzdem werden natürlich Fehler begangen. Ist nicht so, dass sie nur in die Fresse bekommen. Klar, tun sie das auch. Aber es liegt halt meistens doch schon eher am Ausspielen der Runden. So, dadurch, dass VG jetzt so defensiv spielt, hat Maus vielleicht doch noch die Chance, hier die Runde zu holen. Oh, Travi Instant Hits bekommen. Alter, auf 2 HP direkt runtergeschossen. Das ist bitter. Sonic's auch eine HE an der Katze gefangen. Kerrigan wollte ich gerade sagen, soll die Smoke lieber Mitte aufheben. Oh, nochmal schöne Hits. Das kann VG einfach da anlegen, wie sie lustig sind. Dann überrennen sie auch schon von hinten. Trouble noch mit 2 HP, wo ist der überhaupt? Red Gold und MBK, keine Chance. 14:2. Zwei Runden noch und VG beendet hier dieses Desaster. Aus, aus allen Sichten eigentlich. Vom Delay her, vom Niveau her. Leider, leider. Oh. Screen mal mein First Track. Überzahl. Alter, wieder Kenny nicht stirbt. Trotzdem noch die Überzahl. Aprox 1 HP, Trouble 1 HP, 3 HP. Boah, Existence, die Posi. Oh. Oh, Sonics gegen 2, HF. Bombe hat er nicht mehr. Liegt da, glaube ich, Lobby unten. Ah, da hält er wieder einfach durch. 15:2. Eine Runde noch. Und dann ist das Elend zum Glück beendet, hoffe ich zumindest. Auch, glaube ich, immer B-Spieler. Zusammen mit Kenny. Oh. Dutfrax. Ich sag ja, B mit AWP decken. Ist einfach Deluxe auf der Map. Von hinten überrannt. Trubel mit Abe. Oh, schön. Solider Frag. Esa ist nicht. VG schiebt zueinander. Und dann macht der MBK einen. Durch die Smoke. Kratz an VG, die hier wirklich mit Maus den Boden aufgewischt haben. Anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Tut mir schon ein bisschen in der Seele weh. Stunde haben wir gewartet und dann so ein Match bekommen. Ach Mann.